Hallo und willkommen zum Bossguide von der Versammlung des Eisens. Im 25er benötigt ihr 3 Tanks und im 10er 2. Hier erwarten euch Stahlbrecher, Runenmeister Molgheim und Sturmrufer Brundir. Alle 3 greifen gleichzeitig ins Geschehen ein, müssen jedoch nacheinander in den Dreck befördert werden. Stirbt einer von ihnen, werden die anderen auf volle Gesundheit geheilt, machen zusätzlich 25% Schaden und erhalten weitere Fähigkeiten. Wenn hierbei Stahlbrecher zum Schluss stirbt, spielt ihr den Hard Mode. Im normalen Modus töten wir diesen zuerst, anschließend Molgheim und zum Schluss Brundir. Ihr könnt euch das ganz einfach merken, da wir so gesehen erst den größten, dann den mittleren und dann den kleinen Boss umhauen. Stahlbrecher hat dabei folgende Fähigkeiten. Hochspannung ist eine raidweite Aura, welche alle 3 Sekunden an jedem Spieler Naturschaden verursacht. Außerdem trifft er den Tank mit Fusionsschlag, welcher eine Castzeit von 3 Sekunden hat, eine Menge Schaden anrichtet und einen Magiedot hinterlässt, welcher sofort entfernt werden muss. Stellt hierfür zum Beispiel einen Paladin oder Priester ab. Der zweite, der fällt, ist Runenmeister Molgheim. Dieser castet Runen der Kraft auf dem Boden. Ihr erkennt sie an dem blauen Kreis. Wenn hier ein Boss drin steht, macht dieser 50% mehr Schaden. Zieht die Bosse also immer sofort raus und stellt euch selbst hinein. Des Weiteren zaubert er auf sich selbst ein Runenschild, welches Schaden absorbiert und anschließend für 15 Sekunden seinen Schaden um 50% erhöht. Ihr könnt das Runenschild via Zauberraub als Magier klauen, sonst unbedingt reinigen. Sobald Stahlbrecher stirbt, bekommt er die Fähigkeit Rune des Todes. Diese zaubert er auf einen zufälligen Spieler, welcher direkt aus dem Raid herauslaufen sollte. Ihr erkennt sie an der grünen Farbe, welche eine relativ große Fläche auf dem Boden einnimmt. Liegt auch dieser im Dreck, geht es weiter zu Brundir. Er kann als Standardfähigkeit seinen Kettenblitzschlag, steht deshalb weit genug auseinander. Des Weiteren macht er in regelmäßigen Abständen eine Überladung. Hierbei sammelt er für ca. 6 Sekunden Energie und trifft anschließend alle Spieler, welche sich in der Nähe befinden. Ihr müsst dabei unbedingt ganz schnell von ihm wegrennen. Wenn Stahlbrecher tot ist, bekommt er die Fähigkeit Blitzwirbel. Diese macht auf zufällige Spieler Schaden, kann allerdings unterbrochen werden. Tank Brundir zwickst dem vielen Magieschaden und dem Unterbrechen falls möglich mit einem Todesritter. Als zweite Fähigkeit, sobald Molgheim stirbt, bekommt er Blitzranken. Dabei fliegt er in die Luft und verfolgt zufällig Spieler mit einer Laufgeschwindigkeit von 80%. Ihr seid also etwas schneller als er. Rennt hier so schnell es geht weg und zündet Fähigkeiten, die eure Laufgeschwindigkeit erhöhen. Hebt euch zum Beispiel eure Rocket Boots hierfür auf. Jetzt kennen wir schon mal die Killreihenfolge sowie die Fähigkeiten. Kommen wir nun zur Positionierung. Tankt Stahlbrecher und Molgheim beim Eingang des Raumes. Ein Tank, am besten ein Todesritter, nimmt Brundir und zieht diesen auf die gegenüberliegende Seite. Schaut, dass dieser mindestens 40 Meter entfernt zum Raid steht. Teilt zugleich noch einen Heiler für den Tank ein. Die 2 Spieler bei Brundir stehen auseinander und laufen weg, sobald er Überladung castet. Der Raid steht beim Eingang hinter Stahlbrecher und macht vollen Schaden auf ihn. Vergesst nicht, den Tank sofort nach Fusionsschlag, den Dot via Magie entfernen, zu reinigen. Sobald Molgheim eine Rune der Kraft unter diesen zaubert, zieht der Tank ihn ein Stückchen nach hinten. Nun stellen sich alle Schadensausteiler rein und machen Schaden. Molgheim wird ganz einfach daneben aufgetankt, teilt allerdings einen Magier oder eine andere Klasse ein, um ihm das Runenschild zu klauen bzw. zu entfernen. Sobald Stahlbrecher umfällt, werden die beiden anderen geheilt, machen mehr Schaden und erhalten zusätzlich die vorhin genannten 9 Fähigkeiten. Molgheim ist nun euer nächstes Ziel. Sollte eine Rune des Todes unter diesem sein, zieht ihn schnellstmöglich raus. Bei Brundir müsst ihr, wenn Stahlbrecher umgekippt ist, als Tank seinen Blitzwirbel unterbrechen. Der Rest bleibt gleich. Wenn dann auch Molgheim umgefallen ist, geht es nun Brundir an den Kragen. Verteilt euch so gut es geht, um den Kettenblitz zu umgehen. Unterbrecht weiterhin den Blitzwirbel und rennt sofort von ihm weg, wenn er seine Überladung anfängt zu casten. Als neue Fähigkeit bekommt er nun Blitzranken. Hierbei verfolgt er zufällig Spieler, welche nun so schnell es geht wegrennen müssen und falls vorhanden Fähigkeiten, welche eure Laufgeschwindigkeit erhöhen, verwenden sollten. Wie schon erwähnt, verteilt euch so gut es geht um den Boss. Der Hard Mode bzw. dessen Loot wird aktiviert, wenn Stahlbrecher am Schluss stirbt. Dazu erscheint aber ein separates Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Außerdem ein herzliches Dankeschön an alle YouTube-Mitglieder. Für nur 99 Cent könnt ihr uns hierbei supporten. Link gibt's in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.